Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gewaltverherrlichende, rassistische, verfassungsfeindliche, freiheitsbedrohende, volksverhetzende Erklärungen und Aussagen gehören strafrechtlich verfolgt. Da kann der Staat nicht zuschauen. Dies gilt allgemein und dies gilt auch für das Netz. Das Netz ist nicht der wilde Westen. Dass faktisch jeder machen kann, was er will, so konnte es nicht weitergehen. Und deswegen hat der Bund zum 1. Oktober 2017 dem Rechnung getragen und hat das Ziel vorgegeben, strenger vorzugehen, aber hat mit diesem Gesetz natürlich auch ein Stück Neuland betreten. Und so kann es doch auch gar nicht wundern, dass nicht alles optimal geregelt ist, zumal von Anfang an natürlich eine Reihe von Fragen auch umstritten waren. Es hat Bedenken, es hat Einwände, es hat beachtliche Hinweise gegeben. Es ist allerdings auch nicht so, dass alle Verbände gesagt haben, sie seien grundsätzlich gegen eine Regelung dieses Sachverhaltes. So ist es keinesfalls. Der von uns vorgelegte Antrag trägt dem Rechnung und schlägt vor, sich damit zu beschäftigen, und zwar ernsthaft. Und ich finde, die ernsthafte Überprüfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, das ist ein beachtlicher, qualitativ durchaus wegweisender Antrag. Das ist Jamaika-Politik in Schleswig-Holstein. Dies ist auch deshalb sachgerecht, weil das Gesetz ja eine 3-Monats-Übergangsfrist hat, auf die sich die Betreiber einstellen können und müssen auf die Situation. Wir sind also in der Phase der Praxisfindung und es ist also nicht mehr als vernünftig, nach dieser Phase eine Zwischenbilanz zu ziehen. Ich gehe davon aus, dass man auch in Jamaika, Berlin zu einigen Dingen sich positionieren wird. Die Stichworte sind die Löschungsfristen, sind die Auskunftspflichten, das ist die Beweissicherung, das ist die Frage, wer trifft die Entscheidungen, wenn es Streit gibt, sind Filtermaßnahmen allgemeine Überwachung, ist die Speicherungspflicht eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Das sind Dinge, mit denen man sich hier beschäftigen muss. Und natürlich haben auch die Netzwerksbetreiber gesagt, wenn wir das leisten sollen, dann müssen wir einen erheblich höheren personellen Aufwand machen. Das soll im Ergebnis bei dem, was Sie verdienen, nicht unsere Sorge sein. Aber das sind einige Fragen, mit denen wir uns ernsthaft beschäftigen müssen. Und dann ist natürlich die Frage aufgekommen, wäre es nicht besser, dieses europaweit zunächst einmal zu machen? Ja, da kann ich doch nur antworten, oder weltweit, schön wäre es. Aber es ist wie beim Klimaschutz. Besser zu Hause anfangen, als gar nichts zu tun. Nötig ist es aber auch, ein Unrechtsbewusstsein in der Gesellschaft zu schärfen. Und es muss einen Konsens darüber geben, dass dieses zur gesellschaftspolitischen Diskussion auch dazu gehört. Die Kernfrage, um die wir also zu ringen haben, ist die Abwägung zwischen Persönlichkeitsrechten und dem Recht auf freie Meinungsäußerung. Alles hat seine Grenzen, auch im Netz. Ich hatte dieses vorhin schon gesagt. Eine besondere Schwierigkeit ist die Beweissicherung. Denn was nützt ein Gesetz, mit dem man nichts packen kann? Was nützt ein Gesetz, was ein zahnloser Tiger ist? Und wir hoffen, dass der Gesetzgeber, die Regierung und die Betreiber hier einen vernünftigen Weg, einen Konsens finden. Beweissicherung ist ein ganz wichtiges Thema in dieser Diskussion. Meine Damen und Herren, der dritte Punkt des Antrages, da geht es darum, dass wir die Landesregierung bitten, die strukturellen Voraussetzungen für eine effektive Strafverfolgung im Bereich Hoffentlich geht es in der Fraktion nicht so weiter. Also für eine effektive Strafverfolgung im Bereich der digitalen Kriminalität zu schaffen. Meine Damen und Herren,
Bevor der Präsident mich mahnt, in 4 Sekunden zu Ende zu kommen, darf ich zusammenfassen. Nutzen wir die Zeit, die Praktikabilität und die Güteabwägungen mit Sorgfalt vorzunehmen. Haben wir auch den Mut, klar zu sagen, wir haben Werte und die gelten auch im Netz. Und sagen wir dann, gibt es einen tatsächlichen Änderungsbedarf, dann sollten wir das Gesetz auch ändern.